meine Lieben, endlich ist es soweit. The Last of Us hier auf meinem Kanal. Wuhu! Ja, ihr seid ja genauso gespannt wie ich. Und ja, der erste Part ist im Kasten und ich habe mir auch gleich mal die Mühe gemacht, ein bisschen was da rauszuschneiden, damit ihr schon mal einen Eindruck davon bekommt, hey, will ich das morgen sehen, wenn es denn hier auf dem Kanal kommt? Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Es sind anderthalb Minuten ungefähr, wo ihr mal reinschauen könnt. Und ja, ich würde mich halt freuen, wenn ihr mich dann morgen in meinem Video besuchen kommt und schaut, was ich da so fabriziere mit meinen Compadres. Und ja, dann bis dann und viel Spaß. Oh, hallo. Da hat man ja, upsi. Stirb doch. Ja, und jetzt habe ich so viel das passiert, wenn man erwischt wird. Man wird ziemlich brutal getötet. Deswegen nochmal hier der Hinweis, dieses Spiel ist ab 18, also alle anderen raus. Ernte hier. Also mich würde nicht mehr, ich wollte gerade sagen, ich würde nicht mehr wundern, wenn gerade einer von hinten kommt. Ey, es war so klar, es war so übelst klar. Ich bin weg. Ja, und ich bin der Typ, der bitte wegrennt. Töte mich nicht. Lass dich erschießen. Nein, du doch nicht. Stirb nicht. Komm zurück. Komm, wir leiden zusammen. Ist das nicht toll? Oh, ich bin tot. Okay, da kommt schon wieder einer. Ich bin weg. Ah, nein. Verdammt. Falsche Richtung. Dann du. Kein Problem. So. Nein, Quatsch. Scheiße. Er hat einen Schrot. Ich sterbe heute ganz schön oft. Ja, es ist ungewohnt, so viel zu quatschen, während ich spiele. Da konzentriere ich mich weniger. Mit The Last of Us angefangen habe, konnte ich gar nicht spielen. Also ich bin hier gegen Wände gelaufen. Oh Gott, ich habe das halbe Inventar voll. Warum sagt mir das denn keiner? Der hat dir doch gesagt. Upsi, du. Du. Ups, falsche Richtung. Ha, seht ihr? Ups. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, gut, dass ich einen Molotow habe. Jawohl. So habe ich ihn erwischt. Jawohl. So. Ja. Okay, oh, jemand hat mich verarztet. Oh, danke dir. Du bist total toll. Danke. Vielen Dank.